So, ich darf jetzt einen Wiener vorstellen, der überall herumreist, vor allem in Deutschland viel unterwegs ist, bei Friedensmahnwachen in Deutschland, bei diversen Demonstrationen gegen TTIP zum Beispiel und dem das Thema Liebe sehr am Herzen liegt, Kiles Moore. Danke, dass du da bist und wir freuen uns, dass du heute für uns Musik machst. Tast. Wunderschön, das funktioniert ja gleich. Wollen wir das noch gut mit Musik probieren? Yeah! Brauchst du immer oder auf dem Tanz? Keine Angst, meine Damen und Herren, das ist nur ein Soundcheck. Das alles noch einmal mit einem funktionierenden Mikrofon, meine Damen und Herren. Heil Hirten, keine Kosten gescheut. Wunderschön. Versteht ihr mich? Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Die Stimme kann gut leiser werden, hier nur für den Mensch. Die Stimme ein bisschen leiser? Oder Beat lauter, ja? Nur ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Jetzt sollte alles funktionieren. Ich würde sagen, mein Name ist Scheißegal, weil es schön ist, dass ihr alle da seid. Bitte einen Applaus für euch selbst. Wunderschön, dass ihr alle da seid, weil wir haben hier heute etwas zu feiern. Und zwar wir alle, ihr alle, die Friedensmahnwache Wien wird ein Jahr alt. Das heißt, ein Jahr Friedensaktivismus. Ist das wunderschön, oder? Oh ja, leider habe ich mein Konfetti vergessen. Und da wir eh noch genug reden haben, halte ich ein bisschen den Mund und wir fangen gleich mal an mit Musik. Aber wir feiern ja alle Geburtstag, das heißt, ihr müsst mir helfen und müsst ganz laut mitschreien bei folgendem Song. Oh. Es geht circa so. Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diese Botschaft sende ich sowas in die große Welt. Und ich muss mich beeilen, noch bevor man mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, nie ein Später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar mein Geschichtelehrer. In deiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Und dann will ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen. Es rettet uns kein großer Held. Die Helden sind wir selbst, die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon wieder und schreit mit mir gemeinsam. Peace! Peace! Schreit so laut, dass die ganze Stadt uns hört. Peace! Peace! Während Tausende da draußen kämpfen, um ihren Willen auszusprechen, hört man aus TV-Palästen? Nichts denn sie sind sau beschäftigt, ganz laut die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, neue Feindbilder aufzusetzen. Kriegerische Hetze dieser installierten Pressejournalisten helfen mir, Klienten Krisen anzuzetteln. Die Berichterstattung schwächelt, Geschichte wird vergessen. Wir sind nicht bereit, für eure Ziele Kinder herzuschenken. Wir sind Menschen, wir sind Schwestern und Brüder. Und wo Hass uns hinbringen kann, das kennen wir von früher. Gerade wir, gerade hier, wollen nicht, dass das passiert. Und für diese Haltung werden Aktivisten attackiert. Was? Man liest, dass diese Schmierfinke schmieren und sie ziehen auf das Wir. Das friedliche Kinder werden diffamiert, pauschalisiert und diskreditiert. Sie nennen freie Meinung Shitstorm, der Shitstorm seid ihr. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir. Peace! Keine Forderung, das leben wir. Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, dass die ganze Stadt uns hört. Peace! Peace! Schreit so laut, dass die im Parlament uns hören. Peace! Peace! Denn Frieden ist nicht rechts, Frieden ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Doch jetzt läuft die Propagandamaschine, wenn Bataillons marschieren, sich an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus den Gedanken verbiegen, wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden, sie ziehen auf uns
unser Denken unterschwellig, unumgänglich, um zu lenken, was wir von den Russen denken. Das für ein Quatsch, Mann, das sind 130 Millionen Leute, gehen auch so wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen, zählen nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einen dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist wohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch, Peace! Dafür reden, dafür stehen wir, Peace! Keine Forderung, das geben wir, Peace! Denn wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, schreit so laut, dass Moskau uns hört, Peace! Peace! Schreit so laut, dass man uns auch bis Washington hört, Peace! Dankeschön. Ah, wunderschön. Weil das ist, wofür wir alle stehen, und zwar für den Frieden. Aber das Ding ist, was wir immer wieder vergessen, dass es ja sowieso nicht Regierungen sind, die Kriege führen. Es ist auch nicht die Rüstungsindustrie, die Kriege führen. Es sind immer wir Menschen, die Kriege führen. Es sind nur andere, die die Befehle ausführen. Das heißt, wenn wir einfach ganz laut Nein sagen und zu uns als Menschen stehen, wird da nichts passieren. Und genau deswegen haben wir auch den nächsten Song vorbereitet. Der nächste Song geht nämlich um einen Soldaten, der denkt, für das Gute in den Krieg zu führen. Und dann gemerkt hat, es ist nie gut. Test immer das. Jo. Ich bin der Soldat. Ich ziehe in den Krieg. Meine Frau, die zu Hause wartet. I stop this when you come home. I did good, I'll never cry again when you come home. Yeah. To mit deinem lachenden und weinenden Auge bin ich alleine nach draußen. Sie blieb alleine zu Hause, ich musste fort, weil es heißt ja, sie brauchen mich für den Einsatz da draußen. Ich steige ein, der Motor schreit und ich tauche durch die Wolkendecke. Gedanken in meinem Kopf marschieren, pocht in mir, doch ich bin voll motiviert. Gott passiert, stopp in mir, gänzwo, mitten im Nichts. Der Angst, Schweiß und der Stolz sitzen mir im Gesicht, denn ich verteidige die Freiheit für die heimatliche Kleinstadt. Und meine kleine Weingesichter, Neid des Tages, doch ein Kanal nicht einfach für sie und auch sicher nicht für mich. Doch ich weiß, ich kämpf da draußen für das Richtige an sich, denn man wisse ja, wie es ist. Sie lieben uns so, Demokratie ist denen wohl so etwas wie ein Dämon. Erfolg, Hoffnung und Frieden, das sind mein Ziel und mein Lohn. Baby, bitte versteh mich, ich bin jetzt auf Friedensmission. Oh. When you come home, I stop this. When you come home, I did good. I'm nach ein paar Wochen im Krieg merke ich, Krieg ist doch nicht das Geilste. Ich schreibe ihr einen Brief. Geht sogar so. Nach wenigen Wochen vergeht mir die Hoffnung. Ich sehe mit geschlossenen Augen seitdem immer die gleichen Bilder von Tränen vergossen, Elend in Gossen, Venen, die Tropfen, Lebewesen beschossen. Von schweren Geschossen red ich offen. Nenn mich die anderen Mädel, weil die Haken mit Schädeln vor ihren Kameras rumstehen. Meine Kameraden, mich ekelt, Krieg hab schon vor mir selbst. Lassen arme kleine Kinder für eine Wasserflasche rennen. Nicht dafür hab ich mich gemeldet, ja ich dachte, ich bekämpfe die uns hassen in der Fremde. Aber was ich hier erkenne, das ist so entsetzlich, so verschreckend. Die einen jubeln wie bei einem Computerspiel, während sie Blut vergießen, Drohnen lenken. Keine Achtung vor dem Mensch, Foltercamps und Gepostercamps. Methoden, die man nur aus Hostel kennt. Der Horror lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Ich glaub, ich werde depressiv, ich komm bald heim, Baby, das verspreche ich dir. Oh.
When you come home, I'll stop this. When you come home, I did it good. I'll never cry. Es vergehen wieder ein paar Wochen. Ich gehe zu meinem Vorgesetzten und sage ihm, ich will hier raus. Das Gespräch war circa so. Ich halte mich aus, verliere den Verstand. War so naiv, aber langsam habe ich das Spiel hier erkannt. Was hier geschieht, ist so krank. Wir bringen Krankheit und Tod durch unsere fast alles durchbohrende Uranmunition. Kinder werden ohne Arme geboren. Radioaktivität, tausende Male zu hoch. Und dazu holen wir uns Blackwater Armor ins Boot. Krieg als Geschäftsmodell, die Ware der Tod. Ich frag mich, was ist hier los? Sir, ich kam und wollte das Böse bekämpfen. Nicht wegen höheren Interessen. Mein Leben für Ölfelder setzen, größte Geschäfte. Denn wir nehmen nicht nur die Drogen hier in Kauf. Nein, wir fördern den großflächigen Opiumanbau. Dieses Land bringt heute 90% der Droge global in Umlauf. Im Geheimen flogen wir sie raus. Fischen Schwarze konnten für Operationen damit auf. Das blickt auf, verdammt Sir, ich will sofort nur hier raus. Ich werd mich in die nächste Maschine heimwärts setzen. Wir die Beweise schnellstens an die freie Presse geben und den Schein beenden. Schweigen brechen, ja, die Wahrheit kommt ans Licht. Warte nicht, nein, was wollt ihr mit der Waffe? Bitte nicht! Dankeschön. Dankeschön, das war Morgaine, die werdet ihr später noch mit ein paar eigenen wunderschönen Songs hören. Ich habe noch einen kleinen Song für euch vorbereitet, danach hört ihr wieder ein paar Reden und dann ein bisschen richtige Musik, also kein Hip-Hop sozusagen. Aber der nächste Song ist ganz, ganz arg wichtig, weil das ist nämlich auch mit ein Grund, warum diese ganzen Kriege geführt werden. Es geht nämlich auch nicht nur um Öl und es geht auch nicht nur um Macht, sondern es geht auch immer natürlich um Geld. Geld ist oft das, was hinter den meisten steckt. Und das Ding ist, dass uns ja immer angelastet wird, wir hätten die falsche Kapitalismuskritik. Alle, die das glauben, können gerne kommen und uns die richtige Kapitalismuskritik mitbringen. Aber wenn ich das Geldsystem kritisiere, dann kritisiere ich nicht nur die Banken oder nicht nur die Banker oder irgendwelche Familien, sondern das System an sich ist einfach total falsch gebaut. Geht mal zu eurem Bankberater, zu dem Typen hinterm Schalter und fragt ihn mal, wo das Geld herkommt, was Geld überhaupt ist. Ihr werdet wahrscheinlich in fragende Gesichter blicken, weil die keine Ahnung haben. Aber dann spielt ihm einfach folgenden Song vor. Der heißt Fiat Money. Aha. Das ist wirklich verrückt. Dann habt ihr gewusst, denn unser Geld wird aus Luft gemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast, eine Säule des Problems und eine Wurzel des Systems. Darum wollt ihr nicht, dass Leute es verstehen, denn unser Geld wird aus Luft gemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast, es kann nur dadurch bestehen, weil doch wir noch daran glauben. Fiat Money! Pass auf, ich sag's euch, wie es geht. Die meisten glauben, den Kredit, den sie von einer Bank nehmen, würde vom Geld kommen, das andere vorher anlegen, oder dass sie es aus dem Schrank nehmen, wie Dagobert Duck. Nee, ich sag euch, wie das real geht. Banken können einfach Geld erschaffen, aus nichts, durch einen Klick auf die Enter-Taste. Auch wenn du denkst, dass ich nur Scherze mache, es ist gerade Realität, auch wenn ihr es für unvorstellbar haltet, aber es ist wahr! Es ist durch nichts gedeckt, Papier, wo etwas draufsteht, aber nichts drin steckt. Wurde hinter den Kredit auf Lift, war er nicht existent. Durch deine Schuld erblickt neues Geld die Welt. Aber dann, wenn du die Schuld nicht abzahlst vom Geld, das sie vorher aus Luft gemacht haben, musst du ihnen echte Werte geben. Hausboot, Auto plus Zins, willkommen in unserem Geldsystem. Denn unser Geld wird aus Luft gemacht und hinterlässt eine Schuldenlast, eine Säule des Systems und eine Wurzel des Problems. Darum wollen sie nicht, dass Leute es verstehen. Unser Geld wird aus Luft gemacht und hinterlässt eine Schuldenlast. Es kann nur so durchbestehen, weil auch wir noch daran glauben. Und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Geld entsteht aus Schuld. Ohne Schuld kein Geld. Fragst du dich, warum du das nicht aus der Schule kennst? Logisch. Denn was glaubst du, was hier los wäre, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Das ist der größte Betrug der Menschheitsgeschichte. Und es ist an der Zeit, es den Menschen zu berichten. Weil Presse, Politiker und Banker nicht vermitteln muss, Cap ist wieder dichten. Let's go, denn unser Geld wird aus Luft gemacht, doch hinterlässt eine Schuldenlast, eine Wurzel des Problems und eine Säule des Systems. Darum wollen sie nicht, dass Leute es verstehen. Denn unser Geld wird aus Luft gemacht, doch hinterlässt
eine Schuldenlast. Es kann nur dadurch bestehen, weil auch wir noch daran glauben. Wir haben Money. Und ich frag mich, warum wir noch daran glauben. Dankeschön.